So, wir sind zurück und ich frage mich, warum ich auf meinem Computer hier noch ein Intro habe, das ich noch gar nicht eingesetzt habe. Das könnte man ändern. Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Die Fähre ist wohl schon weg. Leider ja. Ich habe sie auch verpasst. Mist. Sie haben Termine drüben in Staten Island? Ja. Wo arbeiten Sie da? Oh, im Staten Island Hospital. Sie sind Arzt? Ja, Psychiater. Sie wissen schon, Seelenklempner. Verstehe. Die Geschäfte laufen bestimmt gut. Was? Wieso meinen Sie? Oh, nun ja. Bei all dem irren Volk, das heutzutage auf den Straßen rumläuft. Wissen Sie, es ist komisch, aber meine Erfahrung ist, dass die angeblichen Normalen oft noch viel irrer sind als die Irren. Sie meinen Leute wie Sie und ich? Genau das meine ich. Sagen Sie, kenne ich Sie irgendwoher? Möglich? Wo haben wir uns schon mal getroffen? Na, hier am Anleger, denke ich doch. Sie fahren öfter, nehme ich an. Ich auch. Ja, bestimmt. Vom Anleger. Das wird sein. Was machen Sie so drüben auf Staten Island? Darüber sprechen wir nicht gern. Sagen wir, ich arbeite für einen der größten Arbeitgeber unserer Nation. Verstehe. Und der hat in Staten Island eine Niederlassung. Der hat auf der ganzen Welt Niederlassungen. Sagen Sie, haben Sie von den jungen Leuten gehört, die man in New York aufgelesen hat? Ja, flüchtig. Schlimme Sache. Sie arbeiten wohl daran? Genau. Interessant. Und? Kommen Sie voran? Ja, erstaunlich gut. So, das ist schön. Es ist wichtig herauszufinden, was mit diesen Irren los ist. Schon aus Präventionsgründen. Ein harter Job, den Sie da machen. Nun, wie ich sagte, die Irren, das sind Leute wie Sie und ich. Nur, dass wir zwei nicht nackt und mit Waffen in der Stadt herumlaufen. Genau, das ist der Unterschied. Tja. Ich glaube, da kommt die Fähre. Dieser Typ ist mir unheimlich. Na, Doc, Sie sind aber spät heute. Ja, verschlafen und die Fähre verpasst. Sie haben ganz schöne Augenringe, mein Lieber. Danke. Sicher stehen Sie nicht hier draußen im Regen, weil Sie mir das sagen wollten. Doc, ich habe zwei schlechte Nachrichten. Gleich zwei? Klingt großartig. Genau, was ich brauche. Nummer eins. Wir haben die Pistole der jungen Dame aus Zelle 4 überprüft. Ist ein Armeefabrikat aus den 60er Jahren. Dann müsste sich doch feststellen lassen, woher sie stammt. Jason hat alles getan, aber die Seriennummer fehlt. Und von den Dingern waren 2,8 Millionen Exemplare bei der Army in Umlauf. Es sind Tausende davon auf dem Schwarzmarkt gelandet. Haben Sie bei der Army nachgefragt? Sicher. Die Kontrolle der Magazine läuft noch, aber wir machen uns wenig Hoffnung. Und die zweite Nachricht? Wo wir die Army schon mal dran hatten, haben wir auch nachgeforscht wegen ihrer Personalakte. Ja? Und? Sagen Sie, Doc, Sie sind sicher, dass es nichts gibt, was Sie mir erzählen wollen? Ja, da bin ich sicher. Wieso? Was zum Teufel haben diese Armleuchter denn gesagt? Ihre Akte ist von der NSA angefordert worden. Wann? Vor 8 Wochen schon. Lange vor dieser Untersuchung. Kommen Sie, Doc. Was haben Sie ausgefressen? Nichts, gar nichts. Ich war in meiner Praxis, wie immer. Weshalb interessiert man sich dann bei der NSA für Ihre Army-Akte? Ich habe keine Ahnung, Detective. Wirklich. Ich weiß nicht mal, was genau in der Akte steht. Ich habe sie selbst nie gesehen. Warum sind Sie bei der Army entlassen worden? Darüber möchte ich nicht sprechen. Warum nicht? Weil es nichts zur Sache tut. Nicht schreien, Doc. Ich bin nicht taub. Entschuldigen Autsch. Sie, mir geht's nicht gut. Den Eindruck habe ich auch. Ich muss rein, Detective. Ich habe Arbeit. Na sicher. Ich melde mich. Doc? Was denn noch? Überlegen Sie noch mal, ob Sie mir nicht doch was zu erzählen haben. Mein Bein ist gerade eingeschlafen. Das ist überaus unerfreulich. Oh mein Gott. Also dann. Bitte. Ich freue mich schon auf eine Szene. Aber es wird wohl nicht so sein. Da? Hallo. Hallo, Dr. Young. Sie sind spät. Ich weiß. Der Detective hat mich aufgehalten. Tatsächlich. So. Gibt's einen Bericht zur Lage heute Nacht? Hat Tamara irgendetwas Besonderes festgestellt? Tamara hat den Trakt nicht mehr betreten. Warum das denn nicht? Sie hat Nachtwache. Sie selbst haben ihr nahegelegt, sich dem nicht mehr auszusetzen. So habe ich das nicht gemeint. Die jungen Leute waren also ohne Aufsicht. Großartig. Nein. Ich habe nach ihnen gesehen. Ich habe auch Nummer 5 die Fesseln entfernt. Alle sind in stabilem Zustand. Okay, doch nicht. Ich warte nämlich auf eine bestimmte Szene. Aber das wird wohl erst in Kapitel 4 vorkommen.
Ich möchte kurz mit Ihnen über das sprechen, was Sie gestern über meine Frau gesagt haben. Es irrt mich, dass Sie mit mir über Ihre Frau sprechen möchten, aber Ihr Privatleben geht mich nichts an. Es geht Sie offenbar genug an, um Andeutungen zu machen. Ich weiß nur, was man sich in Kollegenkreisen so erzählt. Nämlich? David, bitte. Es ist doch kein Geheimnis, dass Ihre Frau bei Ihnen nichts zu lachen hat. Was soll das heißen? Was erzählt man sich? Es gab diese Grillparty bei Ihnen vor einigen Jahren, nicht wahr? Und auf der Party gab es einen kleinen Unfall, nicht wahr? An dem Sie, wie man hört, nicht ganz unschuldig waren. Wer sagt, dass das meine Schuld war? Wer? Sie selbst hatten die Kollegen doch eingeladen. War es nicht sogar Ihr Ausstand bei der Armee? Jeder konnte sehen, was für ein Mensch Sie wirklich sind. Was für ein Mensch ich bin? Was bin ich denn für ein Mensch? Sie sind eine bedauernswerte Person, David. Und unberechenbar noch dazu. Ich kann nur hoffen, dass Sie Ihre Funktion hier so erfüllen, wie es vorgesehen ist. Denn das ist der einzige Grund, warum ich Sie hier überhaupt aufs Gelände lasse. Bis später. Arschkind. Okay. Nach Dr. Youngs Ansicht sind wir sehr, sehr gefährlich. Abgeschlossen. Schön für dich. Und David scheint so oder so Probleme mit seinen Aggressionen zu haben. Ja, warum tue ich das? Ich habe aber jetzt echt keinen Plan, wo wir als nächstes, wo wir weitermachen müssen. Ich schätze mal 1 oder 3. Hallo, mein Junge. Na, wie ist es? Ich sage gar nichts mehr. Wieso nicht? Ist was passiert? Sie wollen uns in den Knast bringen, oder? Wer sagt das? Es stimmt also. Nein, es stimmt nicht. Wer hat dir diesen Unsinn erzählt? Habe ich wirklich jemanden umgebracht? Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, was mit dir und den anderen passiert ist. Ich bin hier, um das herauszufinden. Ja, um es den Cops zu erzählen. Natürlich habe ich Kontakt zur Polizei. Aber das heißt nicht, dass ich denke, dass du ein Krimineller bist. Ach, und was dann? Ein Opfer. Ich will hier raus. Dann lass uns daran arbeiten. Haben Sie eine Familie, Doc? Ich bin verheiratet. Ist das nicht dasselbe? Nein, ich glaube, das ist nicht dasselbe. Komm jetzt, ich bin sicher, dass wir jetzt vorankommen werden. Die Nachtschwester, Doktor. Was ist mit ihr? Die Nachtschwester hat mir erzählt, dass wir alle in den Knast kommen. Hat sie das? Vergiss es, okay? Ich werde mit ihr reden. Er ist noch nicht so weit. Also er ist schon mal nicht. Oder Zelle 4, da sie ja erwähnt haben, das mit der Pistole. Aber Tamara und Dr. Young, die haben Dreck am Stecken. Und dieser Kerl am Pier, der ist mir auch nicht gerade geheuer. Ich bin mir ganz sicher, dass die drei zu tun haben, miteinander zu tun haben. Hallo Mädchen, na, wie geht es dir heute? Gehen Sie weg. Hey, das klingt besser als gestern. Hallo Mädchen, wie geht es dir heute? Verpiss dich! Ey, das klingt besser als gestern. Ja. Gucken wir mal nach Zelle 2. Ich lasse sie besser erstmal in Ruhe. Die sieht sehr instabil aus. Ja, ich weiß, was passieren wird. Und ich mache euch ein wenig neugierig darauf. Ich bin gemein. Weil ich von diesem Spiel schon mal ein Let's Play gesehen habe. Das ist aber schon etwas her. Das ist die einzige Szene, an die ich mich noch wirklich erinnern kann. Ja. Ey, daraus könnte man einen Rap machen. Oh Gott, ich bin so kaputt heute. Nein, du sollst nicht... Nein. Okay, gucken wir nach Zelle 5. Dann ist die Zeit aber auch schon vorbei. Hi Cliff, ne? Was geht? Guten Tag. Dir scheint's ja etwas besser zu gehen. Ich denke, wir kommen ohne die Fesseln aus. Er sieht schon viel besser aus. Wenn ich nur noch ein bisschen mehr über ihn wüsste. Er ist aggressiv und gefährlich. Mehr musst du nicht wissen. Und ohne Fesseln wird er dir die Welle abreißen. Ich habe keine Ahnung, was wir als nächstes tun müssen. Komm mal hier hin, damit wir auch schön auf Wiedersehen sagen können, David. Oh, braver David. Ja. Nein, okay. Ja, das war's aber auch schon wieder von Let's Play Overclocked und wir sehen uns dann
nächstes Wochenende, beziehungsweise hören uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.